durchbraten, dann hat man mehr davon. Ich kann mir kaum vorstellen. Hab ich dir aber auch schon gesagt. Medium. Medium ist auch richtig. Medium ist, wenn du ein Feinschmecker bist, verdammte Axt. Du willst überleben. Früchte und Gemüse plus 2. Bei einem Steak. Cool. Die Möhrchen sind fertig. Ja? Ja. Super. Das ist alles fertig. Kriegst du denn auch mehr... Kriegst du auch mehr raus, als du reingestopft hast? Muss ich jetzt erstmal gucken. Gut durch. Ich habe 10 Möhren und 6 habe ich, glaube ich, angepflanzt. Ja, dann mach direkt mal... 10 Stück hast du? Mhm. Ja, dann würde ich direkt mal... Ich pflanze jetzt erstmal die Zwiebel hier. Ja, wo ist der Wolf? Direkt vor der Tür. Ach, schade. Baumwollsamen muss ich also wirklich finden, ja? Okay. So. Da sind doch, da ist er. Ich habe 13 Möhren. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Möhren kann ich anpflanzen. Ah, stopp, 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 stopp. Abbrechen? Ja. So. Jetzt waren wir direkt hier mit Fenster. Raus. Wie viel geht? Werd ich böse. Ich esse jetzt 3 Möhren und du kriegst die anderen 3. Wäre nett, wenn du die schon in die Kiste gestopft hättest. So. Darm hast du schon rausgeholt? Ja, ist schon alles wieder angefangen. Steak war noch für mich da, ne? Boah, mir geht's ja richtig gut. Steak bring's. Aber auch noch. Ich überlege ja schon, ob ich den Wolf einfach mal anschießen. Mach doch. Ich bin hier direkt nebenan am Fenster. Okay. Der flieht. Ich konnte nicht sehen, wie viel Schaden ich ihm gemacht habe. Ja, sehe ich jetzt gerade auch nicht. Aber der ist da oben. Schieß den nochmal an. Ich sehe ihn nicht. Geradeaus. Der ist neben dem Felsen da, von auf der rechten Seite. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus treffe. Brauchte ich da nochmal Nägel und Federn, ne? Hab ihn getroffen. Er flieht weiter. Hey, das ist cool. Wenn du ihm nicht zu nahe kommst, sondern aus der Entfernung mit dem Pfeil in den Arsch jagst. Gut zu wissen. Ja. Auf jeden Fall. Trinken, dann nehmen wir die Flasche mal mit. Voll. Sekunde. Ende. Bewegen. Und dann hole ich uns nochmal einen Fisch. Was habe ich denn jetzt bewegt? Oh. Hallo. Ich hätte die eine Wand gar nicht bauen müssen.
Gut, reiß mal die einfach ab. Delete. Wie ist denn da oben wieder? Hast du das? Ja. Ja, der Wolf flieht wohl nur, wenn du aus dem Haus schießt. Okay, weil er dich nicht angreifen kann. Schau mal, was der Sven geschrieben hat. Ich sehe es. Ja? Holztreppe, ist das eigentlich eine Treppe, die man direkt so. Muss man eine bauen. Haben wir noch keine Planken mehr. Ich muss, wir brauchen Holz. Ich bin ja schon fast geneigt dem Wolf hinterher, ne? Der ist ja schon angeschossen. Ich kann gerade nicht. Dunkel. Ist ja schön, wenn man noch einen Fisch anbeißt. Ah, das gekochte Fleisch kann auch vorbei. Ach ja, die tummeln sich aber echt viele Räuber, ne? Das Problem ist, wir haben halt nicht so viel Munition. Ah. Das Feuer brennt wieder, ne? Auf der gegenüberliegenden Seite. Really? Ja. Wenig. Auch mehr Holz. Ja, die vermehren sich jetzt gerade wie die Karnickel. Ich hoffe, du klappst auch ein bisschen Holz. Ich hab gesagt, ich bin am Fischen. Ja. Die will gerade nichts anbeißen. Wird. Okay. Also bis jetzt ist bei uns noch kein Fleisch verrottet. Weil wir es auch immer sofort gegessen haben. Nee, wir haben es ja auch schon in der Truhe gelagert. Es wollte kein Fisch mehr anbeißen. Das ist vielleicht auch begrenzt im. Ich geh rein, wenn ich schon reinkomme. So. Ja, das Beet muss wieder raus am nächsten Tag. So. Wie viel Stoff haben wir mittlerweile? Stoff? 4. Na, ich brauch 6.
Habe ich es verpasst oder haben wir keine Folgenschnitte gemacht? Nee, haben wir nicht. Ah ja. Dann wir nach links. Das ist korrekt soweit. Musste vorher schon die Leiter liefern. Mal gucken, wie groß die ist. Ich hoffe nicht zu groß. Ich würde gerne da hoch. Auf jeden Fall geht es jetzt einigermaßen gerade. Jetzt haben wir ein bisschen Platz jetzt gerade. So. Hör mal. Weil das Lagerfeuer scheint wieder aus, ne? Apropos. Ja, hat noch. Jetzt hier diese Töpfe stellen, so. Und jetzt einfach mal so. Und neben, das passt. Ah! Gewusst wie, Lia. Gewusst wie. Oh! Vor allem hier ist noch Platz, ja, dann kannst du hier dich noch ans Fenster stellen. Oder wir machen hier die Fenster zu. Ernsthaft, das Lagerfeuer da hinten ist aus. Ja gut, irgendwann gehen die vielleicht pennen oder sonst was. Oder werden gefressen. Oder das Feuer ist einfach ausgegangen. Ach so. Du könntest mal dein Beet nach oben räumen. Könnte man gerade Holz nachlegen und danach das Beet nach oben räumen, richtig. Ende. Na, jetzt funktioniert das wieder nicht. So. Feuer ist wieder an. Ja? Ich sehe nichts. Mich stört. Ich sehe das. Feuer ist an. Ja, ich sehe es aber trotzdem nicht. Hopp, aber. Ja, nicht erschrecken. Das geht gar nicht. Ist das da woanders hinräumen und. Müssen wir die jetzt wieder platt machen? Ich habe nur 7 Schuss. Müssen ist relativ. Aber der Chris hatte schon gesagt, dass die respawnen. Ja, ich habe nur nicht erwartet, dass die so schnell respawnen. So, so. Ganz einfach und subtil, ja? Ich wurde erobert. Es schnurrt, es ist schwarz, es macht Miau. 10 Öl hatten wir eben. Cool. Also, beziehungsweise Biokraftstoff. Davon haben wir genug. Ist doch gut.
Wer weiß, wofür was. Ach, Ladegeräusch ist ja voll für den Arsch. So ein bisschen. Oh. Ja, das klingt so ein bisschen wie dieses Feuerwerkswerfer-Ding von State 2. Wenn du das nachlädst, so klingt das. Was brauchen wir? Was? Seil. Seil ist Sehne und Tau. Aha. So viel zum. Wir müssen Pumas jagen. Ich will aber keine Pumas jagen. Geht's denn mit meinem Gemüse? Ach, es wird hell. So, hier kommt ein Balkon dran. Ach, ich sollte mal Wasser reinschütten, ne? Auf dem Balkon kommt dann die Beete. Ich muss Wasser auffüllen. Und dann sollen wir anfangen, mehr zu craften, glaube ich. Morgen irgendetwas da, was mich gerade töten will? Nein, gut. Und auf jeden Fall Holz. Was wird das? Holz. Holzscheitel. Aber das Essen geht auch so schnell wieder runter. Ne? Ja. Aber wahrscheinlich je höher die Qualität deines Essens ist, umso länger hält es wahrscheinlich. Ja. Oh. Erschreck mich doch nicht so. Was denn? Ich dachte, da kommt ein Wolf. Sehe ich aus wie ein Wolf? Ja, aber ich habe erstmal nur einen Lebensbalken gesehen. Ja, von 78. So. Holz möchte der Mann haben. Ja, wir müssen halt, wir brauchen für alles mit. Oh, Wolf! Ohr da hinten. Wolf? Wie komme ich euch da rüber? Ah, die kommen schon von selber. Ach, das ist ein Level 1 Wolf. Ja. Ist nur die Frage, willst du es für den Wolf vergeuden oder für Menschen? Gut, ja, beide. Den Bogen treffen. Ich habe nur zwei Pfeile, ne? Ja, und dann noch vor den Nahkampf übergehen. Na, wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Unter den Bäumen. Da. Ja. Gut gemacht. Yay. Sauber. Willst du schlachten? Dachte schon. Langsam wird's. Einmal Leber, einmal Steak und zweimal. Sehr gut. Ja, haben wir gesehen. Haben wir aber schon gestern gewusst. Lohn. Wir kommen nachher auch noch rüber. Ist nur noch nicht wie spät, aber so ein, zwei Stündchen werden wir, glaube ich, noch Subsistenz machen. Wünschen auf jeden Fall, denke ich. Level 1 Wolf. Ein Level 1 Bär. Ja, den Bär würde ich in Ruhe lassen. Das ist sehr. Sehr. Komm doch mal zu mir. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo ich langlaufe. Ja, komm doch mal rechts da. Was willst du von mir? Danke. So. Nein, ich möchte auch mal wieder auf Loot-Tour, Kisten-Loot-Tour gehen. Warte. Ich hab mich getroffen. Oh.
Sitz. Ah, ich habe einen Kratzer abgekriegt. Ein Pfeil habe ich. Du schlachtest wieder? Ein Steak, dafür haben wir Stoff. Aber wir haben mit zwei Steak und eine Leber. Die Leber, die musst du verarbeiten, ne? Nee, ich brauche erstmal Seegras. Und bis ich das nicht vollständig habe, können wir die Leber auch essen. Hm? Weil sonst, bis ich das Seegras zusammen habe, ist das wahrscheinlich schlimm. Was denn da? Ha? Wie viel du brauchst? Fünf. Auf jeden Fall ein Mammutbaum, da will ich dran. Kann man auch gucken nach dem See. Ich kann natürlich hier auch mal tauchen gehen. Wo ist eine Kiste? Die hole ich mir, sobald ich den Mammutbaum hier retriziert habe. Ja, ich krieg Durst. Jetzt schon. Wasser ist am Abtauchen. Ich gehe mal eine Runde planschen. In der Hoffnung auf Seegras. Zwei Kisten und ein Bär. Mein Gott. Diese Aufteilung ist nicht Bär. Level 3 Bär. Einmal Seegras habe. Geh da mal zurück. Danke, Bär. Einer. Schon mal ein paar. Acht Holzplanken craften. Wenn ich unterwegs bin. Schön, dass das alles parallel geht. Oh, ich sehe dich schwimmen. Ja. Und angenehm Wassertemperatur. Ja. Läuft. Nur mit dem Seegras hapert ein bisschen. Findest du das so weit außen eigentlich? Nee, das ist zu tief hier. Ich glaube, das ist nur am Rand, oder? Unterschiedlich. Faser. Hase. Höhenhasen. Ein Bambi. So, Hasi. Vertraue darauf, dass du in jedem Moment stehen bleibst. Danke, Hasi. Oh, es quiekt noch. Mein Herz wird weich. Aber ich gehe mal schwer davon aus, wenn du das quasi behältst, ja? Das auch noch durchfüttern musst. Wäre auf jeden Fall cool. Weil logisch und so. Würde anders keinen Sinn machen. Ja, ich schwimme mal auf die andere Seite hier. Schau mich mal ein bisschen um. Ich gehe mal kurz nach Hause. Schon mal eine Kiste, die ich habe. Steht nur so ein bekackter Wolf.
mal kurz das. Auch wieder Pflanzenfasern. Ja, die eine Kiste war eben zu nah beim Bär. Wie man die Schrotflinte eigentlich gegen mehr natürliche Feinde. Das kann ich verstehen. Wo fehlt denn? Da noch Holz. Einmal Leber und einmal Steak ist für dich. Es ist auf jeden Fall im ein Steak gefunden. Muss ich halt auf Vitamine erstmal verzichten. Oh, eine Schweinerei aber auch. Vergiftung nämlich echt auf den Keks. Vier Seegras. Fehlt noch eins. Dagegen, schräg gegenüber ist das Feuer immer noch am Brennen. Ja, ich habe fünf Seegras. Ah, wollen wir noch eine Leber finden. Kriegen wir bestimmt. Bewegen. Das sieht jetzt komisch aus, aber wird das eigentlich ein? Ich starte ich sehr, sehr stabil gebaut, also. Ob das da Sinn macht. Ach ja, wir brauchen eine Seide für diesen Hammer. Der Hammer, Hammer, Hammer. So. Einmal Stoff. So, kann ja direkt nochmal entrendern. Beim Rendern. Lieber die Schrotflinten lieber in den Anschlag. Irgendwas nämlich Unvorhergesehenes um die Ecke kommt. Nein, ich habe den Hasen nicht getroffen. Dann hat er bestimmt eine Zeit, bleibt er wieder stehen. Ja, ich habe aber keinen Pfeil mehr. Müssen wir da welche machen. Nägel haben wir, Federn haben wir und Holz haben wir auch. Ich habe nochmal sechs gefunden, sechs Nägel. Ja, also daran scheitert es jetzt nicht, glaube ich. Ich könnte ihn natürlich mit der Dings erschießen. Nee, wir haben Fleisch noch. Und da ist noch ein toter Hase in der Kiste. Okay. Ja, heute Nacht crafte ich dann erstmal wieder Pfeile.
erkunde ein bisschen die Weltgeschichte und loote, was ich so finde. Dasselbe. Mach mal Spaß an. Eine Kiste. Da hinten ist zwar ein Bär, aber der geht von mir weg. Doch. Munitionsbehälter. Ein Schuss. Oder? Das ist ein Mammutbaum, den will ich mit. Hörnpuma. Echt? Ja. Du hörst nämlich nur. Oha. Er kommt auf jeden Fall in meine Richtung. Aber er rennt nicht. Nee, er ist wieder abgedriftet. Aber du hörst wirklich nur so ein. Knurren. Noch nicht mal ein Knurren, ne? Du hörst einfach nur, dass er da ist. Wie so ein. Der knurrt nicht, der faucht nicht, sondern. Der ist einfach nur da. Der ist einfach nur präsent. Ich brauche den Mammutbaum. Mammutbaum sein. Wo ist denn die Kiste?